Ja, liebe Grüße aus dem Ruhrgebiet. Ich bin hier bei Freunden. Ja, das ist ganz lustig. Die haben ganz viele Musicboxen in ihrer Wohnung und überhaupt einen Haufen verspieltes Zeug. Ich zeige euch jetzt mal. Ich habe gerade mit meiner allerältesten Freundin telefoniert. Da ist auch eine starke Herzensverbindung, die, ja, wir kennen uns ja tatsächlich von der ersten Stunde an, wenn man so will. Ja, aber da ist ja auch noch relativ viel Belastendes, was dann so auch erzählt wurde, ihre Kinder aus dem Freundeskreis. Ich zeige euch jetzt mal, was ich dann mache. Ja, und ich nehme tatsächlich den Justin, auch weil ich mich absolut gegen solche Listen ausspreche, die es mal gab. Exekutionslisten, ganz furchtbar. Ja, was war denn der Hintergrund? Tatsächlich ein bisschen Neid und die Rache des Volkes. Irgendwie sowas. Aber das geht. Das ist schon gegangen. Und? Ja, ich zeige euch einfach mal, was ich jetzt endlich wieder mache, wenn ich dann doch so ein bisschen noch, damit es da hochgeht. Kann jeder seine Sachen finden. Ist einfach meins jetzt wieder. Und der Text, da sage ich mal, wenn es jemand aus der OCG hören sollte, ich meine, das hören ja im Moment überhaupt gar nicht viele, aber wenn. Ich nehme ihm den Justin Bieber, entsprechend anti diese Listen, dieser Mind, der da mal da war in der Aufklärungsszene. Und der Text, wer es versteht auf Englisch, ich bin sowas von verkannt worden. Ich meine, am Anfang in der OCG war es einfach anstrengend, weil die Leute in der Phase tatsächlich gerade so down und kaputt waren. Dann um meine Taufe herum, danke, wunderbar. Aber in der Schweiz bin ich sowas von verkannt worden. Es war echt destruktiv, zerstörerisch, grenzwertig. Ich meine, manche andere, der wäre jetzt vielleicht nicht mehr hier. Deswegen sind diese Menschen sich dessen bewusst. Und ich bringe jetzt diesen Song, weil das war das, was ich zu dem Zeitpunkt gebraucht hätte, was ich mir gewünscht habe, was ich vorher immer anderen auch gegeben habe. Aber in dem Moment, weil alles viel zu viel war, dann so auch nicht konnte. Weil alles viel zu viel war around me. Also, der Text ist gar nicht schlecht. Manche Menschen brauchen das jetzt noch. Wenn ihr es im Herzen habt, diese Art der lichtvollen Assimilierung, super jederzeit. Ja, geht da rein und gebt es, verschenkt es. Das passiert ja dann auch. Aber eben. Da stand ich eigentlich an manchen Punkten gerade so erwacht, aber eben, da kam ich dann sehr schnell durch das, was mir da widerfahren ist, an diesen Punkt und das war eigentlich das, was dran gewesen wäre. So eine Idee ist da niemand gekommen, ja, ich bin sowas von verkannt worden. Also glaubt ja nicht, dass in solchen Gemeinschaften diese Bemessung, das ist sowas von der eigene Blickwinkel und so verstellt gewesen noch. Und eben, wenn dann da so eine Negativbrille da aufgesetzt war und das Herz noch so vollkommen eingezwängt und verblendet. Ich meine, letztendlich die Bibel, das Heilige Buch, gibt so viel her. Es gibt so viel her, immer noch. Aber sie haben alles verdreht, reduziert, verbogen und verstellt. Und auch dieses Buch, ganz bestimmt. Stellen ja viele Menschen, die da weiter blicken können, tiefer, weiter, heute auch nicht mehr in Frage. Heißt aber nicht, dass es nicht immer noch das göttliche, heilige Buch ist, wo auch viel drin ist. Ich will diese Menschen auch nicht verklagen. Vergebung, da will ich ja durch. Aber es war so grenzwertig, weil ich sowas von verkannt wurde und weil es sowas von an mir vorbeiging. Und wenn Menschen dann eben so eine überhöhte Sicht von sich selber haben und da doch so viel Macht, ist es gefährlich. Es war zumindest so. Und ich glaube aber, dass da auch wirklich schon Licht reingekommen ist, dass auch das alles sich wandelt. Also, der Song. Dancing like no one's there. I know I'm where I'm supposed to be. Say love you under my breath. More times than you can digest. It's music every time I hear your name. Your head's laying right on my chest. Sun's up and I still ain't got no rest. Don't wanna close my eyes. I'm scared I'll miss too much. Don't wanna fall asleep. I'd rather fall out.
Ich meinte eigentlich dem, wo er sagt, danke, dass du mich geliebt hast, als ich mich selbst nicht lieben konnte. Danke, dass du in mich reingeglaubt, mir vertraut hast, als ich mir selbst nicht richtig trauen konnte. Ich glaube, das ist er nicht. Ich glaube, ich suche ihn erstmal und oder hört er das? Moment, Moment. Eine Sekunde. Ich glaube, das ist er. Also, ich tanze mal ganz kurz. Irgendwie ist das Tanz. Ich bewege mich ein bisschen. Sometimes I couldn't even breathe, but you never once abandoned me. I tried to scare you away, showed you the door, you tore me anyway. When I was broken in pieces, you were my peace of mind. You were my peace of mind. Yeah, you love me, you love me, you love me when I was unstable. Never judge me when I was unable to love myself. Unstable, instable. Unable to love myself. Denn das war wirklich mein großes Lebensthema, ob es jemand glaubt oder nicht. Und das ist es doch. Fühlt euch geliebt im Göttlichen. Seid dankbar für euer Leben, für alles, was ihr seid. Für all die wunderbaren Gaben, mit denen ihr angekommen seid. Und lebt, lebt jetzt. Never judge me when I was unable to love myself.